willkommen zur neuen Folge Minecraft Skeleton Wars! Und ich bin's wieder, euer Skelett Boys. Und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Da haben wir gegen diesen bösen Tod gekämpft, der dann auch leider unsere Rüstung fast komplett zerstört hat. Aber dafür werden wir jetzt wieder zu Menschen. Ich glaube, Clans will noch mal mit uns reden. Hallo? Gut, Skelettboss. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Du verwandelst dich gleich wieder zum Menschen. Alle Items, die kaputt sind, werden repariert und du verlierst all dein XP. Okay. Ciao. Oh. Leute, ja, wir sind wieder in Minecraft Skeleton Wars und alles ist repariert. Okay, hier die Rüstung wurde, glaube ich, nicht ganz repariert. Aber wir sind wieder in unserem Dorf in Minecraft Skeleton Wars. Ja, endlich. Und ich habe mein Skin auch wieder. Mein Skin. Ja. Ja, ich habe mein Skin wieder. Ich habe mein Skin, Leute. Ich habe mein Skin. Ja. Ja, geil. Ich freue mich gerade übel. Alter, ich habe endlich mein Skin wieder. Ja, Leute. Endlich. Ich wollte kein Geist mehr sein. Ich will mich jetzt nicht ins Dorf porten. Das ist ja eh gleich um die Ecke. Wir können laufen. Wir sind wieder wir. Ich bin ab endlich. Ich freue mich gerade mega, dass hier alles klappt und Bäre. Ernsthaft. Leute, für die, die nicht wissen, wer Bärf ist, beim Kollegen von mir, dem lieben L-Rock LP, der hat einen Charakter in seinem Projekt Minecraft Heroes and Monsters. Wenn ich das jetzt nicht vergesse, werde ich jetzt euch oben rechts jetzt den lieben L-Rock LP verlinken. Und da hat der einen Typen Bärf. Der ist jetzt nicht der hellste und redet auch richtigen Müll. Und jetzt ist er bei uns in Skeleton Wars. Ernsthaft. Super. Reden wir erstmal mit dem lieben Bärf. Hallo. Hallo. Wer Ude bist? Okay. Okay. Ich kann ein bisschen ihn übersetzen. Hallo. Wer du bist? Okay. Okay. Hi, ich bin Skelettboss. Ich bin ein Kumpel von Aerox EP. Und bist du nicht Bärf aus Heroes and Monsters? Ja gut. Er ist Bärf und er fragt mich, glaube ich, so, wo bin ich hier? Ja gut. Du bist hier gerade in der besten Welt auf YouTube. In der Welt von Minecraft Skeleton Wars. Du ollen Kuchen. Okay, ich möchte keinen Kuchen. Aber eine Frage doch. Was machst du eigentlich hier? Bärf, was machst du hier? Dreine Ahnung. Hig, behe, nafen, en ötzlich, ich, hig, ihr ein. Okay. Okay, du hast keine Ahnung, wolltest schlafen gehen und plötzlich bist du hier. Okay. Ich werde Aerox mal einen Brief schreiben, dass du hier bist. Und ich werde uns X, das ist unser Magier, der kann dir vielleicht helfen. Oh, hier arten ihr. Okay, er wartet hier. Okay, wo renne ich hin?
Wo war noch? Ah, ich bin ja zur Post gerannt. Das war's. Ja, ich bin ja zur Post gerannt. Hi, ich bin wieder da. Hi, Shadow. Warum backt jetzt die Textur davon? Okay. Bibliocraft ist verbuggt. Oder? Mann, wie jetzt? So, Mann! Biblio. So, hier die Items sind noch normal. Okay, Bibliocraft ist aus irgendeinem Grund verbuggt. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ich schreibe ein Buch. Hi, Aerok. Ich bin's. Skelet Boys. Ich habe Bärf. Leute, ich habe jetzt mal einen kurzen Cut gemacht, weil ich habe jetzt Aerok XP den Brief geschrieben. Ich lese euch den mal vor. Hi Aerok, ich bin Skelet Boys. Ich habe Bärf hier in Skeleton Wars. Versuche Bärf wieder zu dir zurückzubekommen. Skelet Boys an Aerok LP. Gut. Wir werden den Brief verschicken vorher. Nein, wir haben ja keine Level. Okay. Wir müssen den so lassen, den Brief. Und zack. Er wird versendet. Und ich weiß immer noch nicht, was ist mit der. Hä, was ist mit der Textur passiert? Okay. Okay, nach der Folge werde ich mich hinsetzen und versuchen, die Textur wieder zu reparation. Zu reparieren. Alle Tische sind hier verbuggt. Warum? Ich habe nur versucht, neue Lucky Blocks in Minecraft Skeleton Wars einzufügen, Leute. Und jetzt ist hier alles verbuggt. Ich weiß auch nicht, warum. Sorry, Leute, ich musste gerade zum Essen. Meine Mutter hat mich zum Essen gerufen. Da musste ich gerade essen. Sorry, dass ich wieder einen Cut machen musste. Aber jetzt machen wir weiter und wir sind drinnen. Wo? In der Bücherei des Wissens im geheimen Trakt. Und jetzt müssen wir mal mit X reden. Hallo, X. Oh, es hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist wieder ein Mensch. Ja, X, das habe ich auch schon mitbekommen. Aber deswegen bin ich gar nicht hier. Ich bin wegen dem lieben Bärf hier aus Heroes and Monsters. Heroes and Monsters ist ein Projekt von einem Kollegen von mir. Aerok LP, das ist sein Singleplayer-Projekt, wie das hier meins ist. Und Bärf ist plötzlich einfach hier nach Minecraft Skeleton Wars gekommen. Und ich brauche deine Hilfe. Weißt du, wie er zurückkommt? Okay. Ich muss meditieren, um ein Portal zu erschaffen, wo er wieder zurückkommt. Oh, danke, X. Ich lasse dich auch in Ruhe. Und danke schon für die Hilfe im Voraus. Dankeschön. Okay, wir lassen dich mal in Ruhe, X. Jetzt teleportieren wir uns mal nach Hause. Und mal schauen, sind die... Ja, die Tische sind immer noch verbuggt. Ich muss echt nach der Folge dringend gucken, woran das liegt. Dann werden wir es herausfinden. Und ich habe gerade kurz ins Zimmer geguckt, wo ich dagegen gesprungen bin. Und ich glaube, Baby Skelett Boys ist weg. Wo ist der kleine Fratz? Wo ist Baby Skelett Boys nur hin? Hä? Hat er nicht Villager News? Warum schaut er nicht Villager News? Okay. Der arme Baby Skelett Boys, warum ist er weg? Mann, Leute. Da haben wir ein großes Problem. Denn Baby Skelett Boys ist verschwunden. Und ich weiß echt nicht, wo der ist. Wo ist der Junge? Mann, warum habe ich nur so einen rebellischen Sohn, der verschwunden ist? Obwohl die Tür da oben, die war ja zu. Ich weiß auch nicht, warum. Aber trotzdessen
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren. Und wenn ihr Ideen habt, wo Babyskelettboss sein könnte, ja, dann schreibt mal bitte in die Kommentare unten. Und sonst kann ich nur sagen, ciao, Leute. Whee!